Hi und willkommen bei mir, Lurchen Nummer 1. In diesem Video zeige ich euch ein Tutorial, wie der DMO aktuell funktioniert. Für alle, die mit dem Begriff DMO nichts anfangen können da draußen, der DMO ist quasi das, was ihr benötigt, um diese Fahrzeuge hier online zu holen, wie zum Beispiel die aktuellen DLC-Cars mit Bennys Rädern, Formel 1 Rädern, grünen Scheiben, North Yankton Kennzeichen drauf und. Und hier ist heute das Video dazu, wie das Ganze funktioniert. Kommen wir mal zu den Dingen, die man benötigt, damit man den DMO auch machen kann. Und zwar, bestenfalls solltet ihr zwei Konsolen haben. An dieser Stelle hilft auch ein Freund, der euch dabei ein bisschen unter die Arme greift. Ihr braucht einen USB-Stick für eure Konsole, ungefähr 1 GB groß. Und ihr braucht beide Programme, also Safe Wizard und GTA Editor. Wenn ihr diese Dinge alle beieinander habt, dann würde ich sagen, starten wir jetzt einmal mit diesem Video. Und zwar beginnen wir einmal damit, was ihr mit dem USB-Stick genau machen müsst. Und zwar, diesen steckt ihr euch jetzt einmal in den linken Port eurer PS4. Wenn ihr ihn da einmal eingeführt habt, dann geht ihr jetzt hier auf gespeicherte Daten im System und kopiert euch euren Speicherstand von der PS4. Und zwar sucht ihr euch jetzt hier irgendeinen Speicherstand, aber nicht Autosave oder Profile. Ich entscheide mich jetzt hier einmal für diesen Speicherstand und dann drückt ihr hier einfach auf Kopieren und ladet euch das Ganze auf euren USB-Stick. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr jetzt hergehen und diesen USB-Stick an der Konsole abziehen und dann startet ihr diese Programme. Diese Programme bekommt ihr bei mir auf meinem Discord-Server. Einfach auf den Discord-Server kommen, Link in der Videobeschreibung. Und dort könnt ihr euch diese Dateien downloaden. Ich muss aber dazu sagen, Safe Wizard ist ein kostenpflichtiges Programm. Der GTA Editor nicht, aber ihr benötigt beide. Wenn ihr euch die Programme gedownloadet habt und sie so wie ich auf dem PC habt, dann geht ihr jetzt hier einmal auf Datei laden, sucht euch diesen Speicherstand hier raus. Auch diesen Speicherstand, den ihr jetzt hier sehen könnt, bekommt ihr bei mir auf Discord. Ganz einfach bei Discord downloaden und dann habt ihr diesen. Den wählt ihr jetzt in GTA Editor einmal aus. Hier wird gefragt, ob ihr ein Backup davon machen wollt. Ich mache jetzt hier nein. Wenn ihr sagt, ihr möchtet euch die Daten erhalten, was da drauf sind, dann klickt ihr natürlich hier auf ja. Dann geht ihr hier einmal auf Garage. Und jetzt könnt ihr hier bereits schon sehen, dass man dort die Autos erstellt, die man über den PC quasi ins Spiel bringen möchte. Hier ist schon mal eins vorgewählt, dieser Audi, ich meine, er heißt Rokoto. Hier mit Formel 1 Rädern und so weiter. Hier unten rechts könnt ihr Fahrzeuge einfügen oder ihr könnt Fahrzeuge abspeichern. Auf dieser Taste abspeichern, auf dieser einfügen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hergeht und wollt die neuen DLC-Fahrzeuge einfügen, dann klickt ihr auf diesen Button und dann gibt es hier diese Datei dazu, wo alle DLC-Fahrzeuge drin sind, auch diese, die noch nicht erschienen sind. Auch diese Datei bekommt ihr bei mir auf Discord ganz einfach bequem zum Download. Da sucht ihr euch jetzt das Fahrzeug raus, was ihr ins Spiel bringen wollt. In meinem Beispiel machen wir das Ganze jetzt mit dem neuen Porsche, den wir ins Spiel bekommen haben. Diesen wähle ich aus und drücke hier dann einmal auf OK. So, und jetzt kommt eigentlich der angenehme Teil. Und zwar, ihr erstellt euch euer Fahrzeug, welche Farbe es haben soll, welche Nummerntafel draufkommt und. In diesem Beispiel mache ich einen Porsche, der komplett in Secret Gold ist. Secret Gold, das seht ihr jetzt hier schon an der Farbtabelle. Hier gibt es eigentlich alles, was man sich auch nur irgendwie wünschen kann. Secret Gold findet ihr ganz oben, je nachdem, für was ihr euch eben dann entscheidet. Wir machen hier den Porsche jetzt einmal in Secret Gold. Ganz oben Secret Gold ist es zu finden. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch hier
ein ganz anderes Farbspektrum euch selber nochmal generieren, indem ihr hier einmal drauf drückt. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Hexcode habt, wo ihr sagt, da wisst ihr, dass die Farbe einfach Bombe ist, dann könnt ihr das jetzt zum Beispiel hier einfügen und auf OK drücken, wenn ihr wollt. Natürlich nicht zu vergessen, hierbei den Haken zu setzen. Dann kommen wir zu einem ganz normalen Customs-System. Das ist nichts anderes wie im Spiel. Hier könnt ihr zum Beispiel jetzt noch die Halloween-Hupe aussuchen. Ich meine, zwei Stück sind es. Genau hier, eins und zwei. Und der Rest wie in Customs. Hier könnt ihr auch das North Yankton-Kennzeichen auswählen. Ihr könnt hier die Farbe der Lichter auswählen. Und eigentlich im Prinzip alles, wie ihr es im Spiel soweit kennt. Was natürlich interessant ist, ist das North Yankton-Kennzeichen, die Halloween-Hupe und ganz wichtig, die grünen Scheiben im Spiel. Diese findet ihr unter dieser Rubrik. Dann könnt ihr hier noch die Reifen auswählen und zwar hier beginnt es mit der Unterbeleuchtung. Da könnt ihr euch jetzt zum Beispiel auch, wenn ihr Secret Gold schon das Auto macht, könnt ihr zum Beispiel auch Secret Gold für die Unterbeleuchtung machen. Hier die Reifen. Hier ist wirklich alles möglich, was ihr kennt. Wir entscheiden uns an meiner Stelle jetzt hier für die Formel 1 Reifen. Ihr sucht einfach irgendwelche aus. Das Ganze für die Felgenfarbe findet ihr hier auch nochmal ein riesengroßes Farbspektrum. In meinem Beispiel machen wir das Ganze mit pur Weiß. Also das habt ihr bestimmt im Spiel auch schon mal gesehen an den gemoddeten Felgen. Das weißeste Weiß eben, was es in GTA gibt für die Felgen, das nennt sich hier Pure White. Dann könnt ihr hier noch den patriotischen Reifenqualm auswählen und wenn ihr das auch gemacht habt, dann könnt ihr hier oben jetzt auf Save File einmal draufdrücken und dann wurde es dem Speicherstand hinzugefügt. Jetzt kommen wir zu Programm Nummer 2. Wie gesagt, das ist hier Save Wizard. Save Wizard hat ungefähr einen Kostenfaktor von roundabout 49,99. Das ist nicht kostenlos. Und sobald ihr jetzt euren USB-Stick in den PC einmal reinschiebt, werdet ihr gleich sehen, wie das Programm auf den Stick reagiert, wenn ihr unten das richtige Laufwerk ausgewählt habt. In meinem Fall war es Laufwerk H. So, hier ist jetzt eure Datei, die ihr von der PlayStation rübergeladen habt. Doppelklick, Rechtsklick, Advanced Mode, auswählen und warten, bis das Programm einmal komplett durchgerechnet hat. Das kann an manchen Tagen ein bisschen länger dauern, wie jetzt im Moment. Es kann auch mal wirklich recht zügig das Ganze durchgeladen werden, je nachdem. Wir warten jetzt hier einen kleinen Augenblick, bis das Programm soweit ist. Und dann fügen wir quasi den gemoddeten Spielstand eurem echten Spielstand zu. Das macht ihr hier rechts oben. Einmal draufklicken und jetzt sucht ihr den gemoddeten Spielstand, den ihr vom Discord-Server euch geholt habt und drückt hier auf Öffnen. Dann unten auf Apply. So, einmal auf Apply, das Ganze mit Ja bestätigen. Keine Angst, da passiert nichts Schlimmes. Dann fängt das Programm in kürzester Zeit wieder neu anzurechnen. Hier sieht man es und wenn das Ganze fertig ist, dann könnt ihr schon bereits euren USB-Stick an dem PC wieder abziehen, weil am PC seid ihr dann soweit fertig. Außer ihr wollt jetzt zum Beispiel euch mehrere Autos noch machen, dann würde ich euch empfehlen, zuerst die Autos machen und dann das Ganze über Safe Wizard miteinander verbinden. Hier einmal das Ganze mit OK bestätigen. Und dann soll es das, was man am PC machen muss, auch schon gewesen sein. Jetzt zieht ihr den USB-Stick ab und fügt ihn wieder in eure Konsole in den linken USB-Slot ein. Wenn ihr das gemacht habt, dann machen wir jetzt hier einmal an der Konsole weiter. Und zwar, wir gehen hier wieder in die Einstellungen, Verwaltung und nun geht ihr einmal kurz auf Löschen. Keine Angst, wir machen hier nichts Schlimmes. Und zwar, ihr müsst den Autosave hier einmal löschen. Keine Angst, wie gesagt, da passiert nichts. Wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr zwei Schritte zurück und jetzt hier gespeicherte Daten auf USB-Speichergerät. Dem System hinzufügen, hier einen Haken rein und das Ganze kopieren. Hier mit Ja bestätigen und bumm, ihr habt den gemoddeten Spielstand, wo sich euer Fahrzeug nun drin befindet. Und jetzt kommt im Prinzip der letzte Schritt, was wir unserer Konsole antun müssen. Und zwar, wir müssen sie jetzt am Internet runterdrosseln.
Das geht wirklich brutal einfach, indem ihr jetzt hier einmal auf Netzwerk geht und auf Internetverbindung einrichten, WLAN Benutzer definiert. Ja, und dann klickt ihr so lange durch, bis ihr hier bei MTU angekommen seid. Hier geht ihr einmal auf manuell. Und wenn ihr bei manuell drin seid, könnt ihr jetzt hier eine Zahl eingeben. Voreingestellt 1500, ihr wählt 615. Wenn ihr das gemacht habt, wird automatisch die Geschwindigkeit der Internetverbindung gedrosselt. Und nun starten wir GTA. Und sobald diese blonde Tante hier weg ist, drückt ihr L1 und R1 und haltet es gedrückt. Also im Prinzip jetzt wäre ganz gut. Das Ganze haltet ihr ungefähr 10 Sekunden lang gedrückt. Und dann im späteren Verlauf, während das Spiel lädt, werdet ihr diese Meldung gleich bekommen. Und zwar diese hier. Die Kalibrierung. Das Ganze einfach mit X bestätigen und fertig. Angekommen im Story-Modus als Trevor. Wechselt ihr jetzt auf Franklin. Ihr habt gesehen, Trevor steht in seinem Caravan in Unterhosen. Unten, oben rechts könnt ihr jetzt euren Kollegen sehen. Euer Kollege befindet sich in einer Sitzung für Spieler nur mit Einladung an der normalen Gift Card to Friends Location. Ihr könnt es oben rechts gut erkennen. Und wenn er dort angekommen ist, wechselt er jetzt sein Outfit zu Speicherungszwecke und geht in einen Job für einen Titan. Ihr selber werdet einen Anruf bei Franklin von Lester bekommen, den ihr wegdrückt. Und dann gebt ihr diesen Cheat hier ein. R1, R1, Kreis, R2, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Dann werdet ihr Sterne bekommen. Und wenn ihr die Sterne habt, rauslaufen aus dem Apartment und den Cops entgegenfahren. Und wenn die Cops in nächster Nähe sind, vom Moped absteigen. Und sobald Franklin die Arme hochnimmt, drückt ihr die Optionstaste. Wenn ihr das alles soweit habt, dann geht ihr jetzt auf den Reiter online und auf die Charakterauswahl. Und hier lasst ihr euren Cursor ganz einfach jetzt stehen. Ihr fragt jetzt bei eurem Kollegen nach, ob er schon in dem Job für einen Titan drin ist. Wenn er dieses mit Ja beantwortet, sucht ihr euch jetzt auf eurer Konsole eine App wie zum Beispiel YouTube oder Spotify. Bereitet diese vor, wie ich das eben auch gemacht habe mit Doppel-Playstation-Taste. Ihr bestätigt hier zweimal Doppel-Playstation-Taste, App starten und alles mit X bestätigen. Dann habt ihr das Spiel jetzt angehalten und wenn ihr das gemacht habt, tretet ihr jetzt eurem Freund bei, der in dem Job für einen Titan drin ist. Hier auf Beitreten drücken und in diesem Bildschirm jetzt hier wartet ihr roundabout zwischen 15 und 20 Sekunden. Wenn diese Zeit abgelaufen ist, drückt ihr X. Dann werdet ihr in kürzester Zeit eine Meldung bekommen. Und dann noch eine. Diese bestätigt ihr alle mit X, dem Kollegen beitreten. Beide Meldungen wieder mit X, nochmal dem Kollegen beitreten. Und jetzt die Meldung stehen lassen. Und diese Meldung lasst ihr so lange stehen, bis sie von automatisch verschwindet. Wem das Ganze jetzt ein bisschen zu schnell war, das Video an der Stelle einfach mal pausieren lassen und das Ganze einfach nochmal genauer anschauen. Aber wenn diese Meldung dann verschwunden ist, werdet ihr sehen, dass ihr im Spiel jetzt als Trevor spawnen werdet. Und sobald ihr als Trevor gespawnt werdet, bekommt ihr wieder eine Meldung. Diese verneint ihr mit Kreis, und zwar diese hier. Und jetzt das Interaktionsmenü öffnen, auf Regisseurmodus gehen und sobald wir das bestätigen können, X drücken. So, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, habt ihr es schon fast geschafft, denn jetzt im Trailer ganz schnell letzte Kategorie und X. Und jetzt, sobald Trevor gespawnt wurde, Interaktionsmenü öffnen, auf Garage gehen, das Fahrzeug auswählen und X drücken. Ihr werdet es gleich sehen und zwar jetzt. Das Ganze sollte auch wirklich zügig vorangehen. Sucht das Fahrzeug und X. Und jetzt wird dieses Fahrzeug immer wieder und wieder verschwinden. Immer wenn es verschwindet, X drücken. Und das macht ihr so lange, bis oben rechts ein Geldbetrag angezeigt wird. Dann dürft ihr natürlich nicht mehr X drücken, weil, tadarata, dann habt ihr es nämlich geschafft.
Wir warten hier noch kein Geldbetrag oben rechts. Sobald dieser erscheint, nicht mehr X drücken. Das Auto verschwindet, ich drücke X. Und wir warten, jetzt ist es passiert. Oben rechts ist ein Geldbetrag eingetroffen. Und wenn ihr das habt, dann sagt ihr eurem Kollegen, er soll jetzt den Job für einen Titan sofort verlassen und in-game eurer Lobby joinen. Das heißt, er drückt die Optionstaste, geht auf Freunde, auf euren Namen, tritt euch bei. Und sobald er in der Lobby ist, an dieser Gift Card to Friends Location, da kann er euer Auto schon sehen und steigt ganz einfach in dieses ein. Und tada, ihr habt ein Fahrzeug online gebracht. Und jetzt zeige ich es euch auch. Das ist die Ansicht des Freundes. So sieht das Auto dann aus, wenn er es gezogen hat. Und wie ihr sehen könnt, ein Porsche in Secret Gold mit North Yankton Kennzeichen, F1 Felgen drauf und das Pure White als Felgenfarbe und so weiter. Das alles, was wir eingestellt hatten, können wir jetzt im Spiel sehen. Ihr selber stellt jetzt im Internet eure MTU zurück auf 1500. Sobald ihr das gemacht habt, joint ihr jetzt eurem Kollegen, der mit dem Auto wartet, bei und macht den Gift Card to Friends Glitch. Link in der Videobeschreibung und auch jetzt als Endcard zu sehen. Das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Lurchi Nummer 1. Ciao.